Hallo und herzlich willkommen zur dritten Lebensenergiekonferenz und zu einem weiteren spannenden Interview. Alles ist Schwingung, alles ist Energie, soweit haben wir das alle verstanden. Dass der Mensch im Kern ein Schwingungswesen ist und dass wir eingebettet sind in ein Netz aus Energiefeldern, natürlichen Energiefeldern, von denen wir abhängig sind und die maßgeblich unsere Gesundheit, unser Bewusstsein, auch unser Lebensenergieniveau steuern, hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig verbreitet. Und darum geht es unter anderem in unserem heutigen Gespräch. Unter anderem auch, weil wir uns mit Handystrahlung und sowas beschäftigen wollen und technische Strahlen eben diese natürlichen Felder dramatisch stören. Mit meinem heutigen Interviewpartner wollen wir genau über diese ganzen Energieschwingungsfelder sprechen. Herzlich willkommen, Bernd Fuchs. Grüß dich, Helge. Hallo Bernd, schön, dass du dabei bist. Gerne. Wichtiges Thema, kein unbedingt angenehmes Thema, aber extrem wichtiges Thema, das wir bislang auch noch nicht so sehr beleuchtet haben. Kurz zu deiner Person vielleicht. Du bist ja von Haus aus gelernter Elektrotechniker, hast aber eigentlich erst durch eigene Erkrankung den Weg dahin gefunden, dich intensiv mit dieser Thematik zu beschäftigen, sowohl privat erstmal und dann eben auch beruflich. Ja. Und zwar nicht nur mit den negativen Auswirkungen von technischen Strahlen, sondern eben auch, und das ist ja auch noch viel wichtiger, mit diesen eben erwähnten natürlichen Energiefeldern, die eigentlich wichtig sind für unser Leben. Du hast, so habe ich recherchieren können, im Laufe der letzten Jahrzehnte im Auftrag und auch in Zusammenarbeit mit sehr vielen Ärzten, wenn die Zahl stimmt, mit Krankheitsgeschichten von über 7500 Menschen untersucht, die alle nicht mehr mit herkömmlichen Therapien therapierbar waren, ja, und bist dabei auf die Spur gekommen oder hast herausgefunden, dass maßgeblich die Ursachen im häuslichen Umfeld zu finden sind, also in auf der chemischen Ebene und eben auf der physikalischen Ebene mit Strahlung. Deiner Erfahrung nach sind das so eigentlich bei allen modernen chronischen Krankheiten die Hauptursachen. Da wollen wir gleich jede Menge drüber wissen. Okay. Du hast diverse Forschungsprojekte sowohl mit Ärzten, mit Universitätsprofessoren und sogar mit einem Ingenieur von Boeing betrieben, in denen du das erforscht hast über lange Zeit. Und daraus entwickelt hast du dann eine Firma gegründet, deren wissenschaftlicher Leiter du bist. Und Begründer natürlich eben, die heißt Therapro, und da produziert ihr oder habt ihr, wie soll man sagen, Produkte entwickelt, die uns davor schützen können und uns richtig wieder anbinden können. Richtig. Darüber wollen wir am Schluss natürlich auch viel wissen. Ich bin echt froh, dass wir mit dir jemanden haben, der sich da auskennt, weil bei allen anderen Themen, ist egal ob Ernährung oder Bewegung oder Psyche, da gibt es irgendwie gute, hilfreiche Wege und Therapien und Mittel, aber bei Handystrahlung oder WLAN-Strahlung, ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so der Techniker, bin da überfordert, weiß nicht wirklich, was da gut und was richtig ist und was man da effektiv machen kann. Und dass es da etwas gibt, was natürlich ist, freut mich sehr. Lass uns da mal richtig tief eintauchen. Gerne. Ich finde es beängstigend, dass es so ist. Also ich finde es beängstigender als alles andere, was uns so bedroht, was unsere Gesundheit angreift. Und ich finde, was mich stört, ist diese Unsicherheit, nicht wirklich zu wissen, was man machen kann. Weil jeder hat ein Handy, ich habe auch ein Handy, jeder hat einen Laptop, jeder ist eingebettet in WLAN, selbst wenn man alles abschaltet. Ja. Ich wohne hier in Berlin im Hochhaus, also da sind 20, 30 WLAN gleichzeitig am Strahlen um mich rum. Bevor wir da hinkommen, am Anfang immer gerne, erzähl uns doch erstmal, was dein Weg war, da hinzukommen. Also wie hat sich das bei dir entwickelt? Ja gut, es war so, dass ich mit circa Mitte 20 zum ersten Mal durch einen Holzhandstrich, so wie hier, eine Lungenproblematik bekommen habe. Also das Thema Umweltgifte, nicht nur physikalisch, sondern auch chemisch, war schon immer irgendwie mein Thema. Ich wurde regelrecht zu der Geschichte hingeführt. Und 99 war es dann so, ich hatte eine junge Familie. Wir wohnten ganz idyllisch im Grünen, Nähe Wolfgangsee, im Salzkammergut, also unweit von Salzburg. Und plötzlich ging es bei mir so Richtung Depression. Schlafstörungen, die Kinder, meine Tochter, die war damals 5,5, die hat überhaupt nicht mehr geschlafen. Egal, wenn man nachts geschaut hat, bei der hat immer das Licht gebrannt. Sie saß mit zunehmenden schwarzen Augenringen im Zimmer und hat die Ariel gemalt. Der Kleine, der war gerade ein paar Monate alt,
der hat nur geschrien. Also es war irgendwie für die Idylle, in der wir wohnten, es hat einfach, wir hatten keine Erklärung. Und irgendwann war es dann meine Frau, die gesagt hat, seit du dir in dein Homeoffice ein Schnurrlostelefon reingestellt hast, hat es eigentlich angefangen, oder seit dieser Zeit. Und dann sage ich, du hast recht. Auch ich, der aus dem Fach ist, habe mir ja nie Gedanken gemacht über Schädlichkeit von irgendwelchen, zum Beispiel Generatoren im Kraftwerk, wenn wir gearbeitet haben. Dann hat man abends natürlich gespürt, dass es einem nicht gut ging, aber dass es am Generator liegen könnte und an den ganzen Feldern sind wir selbst nicht drauf gekommen. Und so war es auch hier. Ich war naiv zu glauben, dass das alles geprüft ist und dass es uns nicht krank machen kann. Und deshalb wollte ich es wissen. Ich habe dann einfach den Stecker gezogen und es hat funktioniert. Wir waren binnen Tagen alle wieder ganz normal, fit und es ging uns gut. Ja, und die Geschichte hat dann einfach begonnen, dass meine Nachbarn dann sich diese Geräte angeschafft haben und plötzlich waren unsere Symptome wieder da. Und das war wohl in meinem Leben, das war ein Markstein. Da habe ich gesagt, boah, also zum ersten Mal habe ich wirklich Angst bekommen in meinem Leben, weil mir in dem Moment klar wurde, jetzt ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit gerade den Bach runtergegangen und dem Recht auf totale Kommunikation gewichen. Meine Nachbarn waren nämlich total uneinsichtig und haben gesagt, das sei alles Blödsinn, das kann doch gar nicht sein, was ich sage. Und ich musste mich also malträtieren lassen von den Gerätschaften meiner Nachbarn. Und das hat mich besorgt, weil die Kinder waren, also meine Kinder waren plötzlich hyperaktiv, zwei von ihren Kindern waren auch hyperaktiv. Und es war einfach so, dass man damals durch einfaches Abschalten hätte erkennen können, also Sie, wenn Sie Ihre Geräte abschalten, hätten Sie erkennen können, dass es genauso wie bei uns die Ursache war. Aber es war nicht der Fall oder der Wille war nicht da, es auszuprobieren. Und so war ich gezwungen, Lösungen für meine Familie zu entwickeln und um uns zu schützen vor der Ignoranz oder Dummheit unserer Nachbarn. Ja, und eigentlich war damals ja sehr viel Pro und Contra noch, Universitätsstudien, die belegten, dass es schädlich ist, andere, die natürlich von der Lobby unterstützt wurden, die belegten genau das Gegenteil. Und habe ich gedacht, wofür brauchst du da eine Universitätsstudie? Fährst du ganz einfach freistehende Gehöfte an, die gibt es ja da im niederoberbayerischen Salzburger Raum Oberösterreich zu Genüge und fragst die Menschen nach ihren Problemen. Ich bin dann hingefahren, habe einen selbstgebastelten Anamnesebogen dabei gehabt, wohl wissen, dass diese Technologie mit Schnurrlostelefonen gerade so seit 97, 98 war es dann richtig in der Werbung, also so seit ein, zwei Jahren, erst gibt und habe dann einfach nach Symptomen gefragt, die letzten ein, zwei Jahre aufgetaucht sind. Und die Menschen waren wirklich alle sehr, sehr motiviert, meine Fragen zu beantworten. Und ich habe so wirklich mindestens, also rein freistehende Gehöfte, Häuser, wo kein Nachbar, kein Sendemast, nichts weiteres da war, was stören konnte, habe ich sicherlich in den ersten Jahren 1000 Stück abgefahren. Wow. Ich habe mir da eine Arbeit angetan. Das tut sich wirklich kein. Ja, das war echt Einsatz, das war Idealismus. Ich wollte einfach mal wissen, was passiert in so einem freistehenden Gehöft oder Haus, wenn man abschaltet mit den Symptomen, die in dieser Zeit aufgetaucht sind, seit sie das Teil angeschafft haben. Und das war eindeutig. Also gerade beim Schnurrlostelefon kann ich es eindeutig sagen. Wir haben uns dann die Symptome angeschaut und ich wollte wissen, wo liegt die Ursache dieser Symptome, habe mich dann also auch noch medizinisch geschult, wo wird der Wasserhaushalt gesteuert, wo wird der Temperaturhaushalt gesteuert und, also die ganzen Symptome nachgeschaut und kann heute mit ziemlicher Sicherheit sagen, diese Frequenz vom Schnurrlostelefon, ich spreche hier von der Pulsfrequenz, das heißt, die Sendefrequenz im Gigahertz-Bereich wird beim Schnurrlostelefon 100 Mal ein- ausgeschaltet, also 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und diese 100-Hertz-Frequenz, also es sind nur Symptome, ich kann ja nicht sagen, dass sie verursacht wurden. Wir haben ja geschaut, was passiert, wenn wir abschalten. Und es sind lediglich Symptome verschwunden, die etwas mit dem hormonellen
Kreislauf zu tun haben, also mit dem limbischen System zwischen Hirn, mit dem Zentrum unserer Persönlichkeit, mit Blutdruckentgleisungen, Schilddrüsenprobleme bei Kindern, Diabetes und solche Sachen, also nur hormonelles System. Ja, und so. Und das korreliert frequenzmäßig mit dem, was die schnurlosen Dinger ausstrahlen, oder wie ist das zu erklären? Wie meinst du jetzt? Ja, diese Frequenz, was hat das für, was ist das? Du sagst 100 Hertz. Es waren 100 Hertz, ja. Und die, wie soll ich sagen, Energiefelder, die normalerweise korrelieren mit diesen Funktionen, die du beschreibst, die sind auch 100 Hertz, oder? Nee, es ist so, dass einfach jeder, der menschliche Körper im Wesentlichen ein ganz breites Frequenzspektrum, also einen Frequenzbereich hat, aber ganz wesentliche Steuerfrequenzen in dem Bereich zwischen einem Hertz und 1500 Hertz angesiedelt sind. Das heißt also, wir haben körpereigene Frequenzen. Und für mich war interessant herauszufinden, welche technischen Frequenzen mit welchem Körperbereich in Resonanz gehen. Also das heißt, Resonanz bedeutet ganz einfach, eine technische und eine natürliche Frequenz haben in etwa dieselbe Größenordnung. Hat Bröers auch drüber geschrieben, wie das kommt, dass wir nur dann auf in etwa ähnliche oder exakt gleiche Frequenzen reagieren. Aber das würde jetzt zu weit führen und vor allen Dingen immer die Menschen zu sehr verwirren. Ja. Aber mich hat halt interessiert, zum Beispiel Handyfrequenz damals, die 217 Hertz, mit was geht das in Resonanz? Dann kam später das WLAN dazu, dass die Pulsfrequenz liegt bei 10 Hertz. Und da haben wir eindeutig herausfinden können, dass mit was das alles in Resonanz geht. Mhm. Also ich weiß, viele Leute hören das nicht gern, aber ich stelle es ja auch zunehmend fest, diese Frequenz vom Handy, heute Smartphone ist ja noch viel mehr, das ist ja gleichzeitig WLAN, Bluetooth und. Aber das damalige Handy hatte, haben wir beobachtet, dass es auf Körperwahrnehmung, Intuition geht. Also Ratio bleibt, aber Gefühl, Körperwahrnehmung, Intuition geht verschwunden oder verschwindet zunehmend. Und was mir dann wirklich Sorge bereitet hat, als WLAN dann kam, zu der Zeit war ich schon mit Professor Karl Hecht, emeritierter Dekan von der Charité, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Gesundheit, Mineralienregulation, und da beschreibt er, dass das zellumgebende Gewebe eine Arbeitsfrequenz hat von 8 bis 12 Hertz. Also das Gewebe, wo die Nahrung zur Zelle durchgeht und die Giftstoffe wieder raus. Und die Sendefrequenzen von WLAN liegen ja bei 2,42 GHz und seit einiger Zeit auch eine zweite Frequenz bei 5 GHz. Und die wird 10 Mal pro Sekunde ein- und ausgeschaltet. Tja, und dann liegen wir also mittendrin im allerwichtigsten Bereich. Man muss verstehen, Mutter Erde hat ja selbst auch ein Frequenzspektrum. Das ist völlig identisch mit unserer Hirnfrequenz. Am tiefsten Bereich 1 Hertz bis in den Bereich von 38 Hertz. Das ist das Frequenzspektrum von Mutter Erde und es ist nicht umsonst identisch mit unserer Gehirnfrequenz. 38 Hertz im Wachzustand, 1 Hertz im Tiefschlaf. Das zeigt die Verbindung. Und die stärkste Feldstärke hat das Magnetfeld im Bereich von 8 bis 12 Hertz. Und deshalb sind bei allen Organismen wohl da die wichtigsten Steuerfrequenzen, also wichtige Nervenimpulse und so weiter. Aber vor allen Dingen für mich wichtig, das zellumgebende Gewebe angesiedelt. Das heißt, mir war in etwa 2004 sehr bewusst, aufgrund meiner vorher gemachten Erfahrungen mit technisch-körperlichen Resonanzen, dass es hier zu Problemen führen wird, dass die Menschen immer schwieriger ihren Körper, die Zellen mit Nährstoffen versorgen können und vor allen Dingen auch nicht mehr oder immer mehr in die Lage geraten, nicht mehr entgiften zu können. Mhm. Das bei ständig steigender Umweltproblematik. Kannst du ein paar mehr Beispiele nennen? Also wenn du sagst, diese 10 Frequenzbereich, denen das WLAN, und wir sind ja alle umgeben von WLAN inzwischen, das ist ja flächendeckend, zumindest in den Städten.
dass diese, was genau, also du hast jetzt den Zellbereich, das heißt konkret, diese WLAN-Felder resonieren mit natürlichen Feldern, die eigentlich diesen Mechanismus in den Zellen oder im Körper regulieren, also das Nährstoffe rein, Gifte raus, Nährstoffe rein, Gifte raus. Und dadurch, dass da jetzt eine künstliche gleiche Frequenz dazukommt, wird das was abgeschaltet, gestört? Gestört. Weißt du, man muss sich, ich bin ja auch zu Beginn meiner Arbeit, war ich mir nicht drüber im Klaren, dass wir von purer Energie umgeben sind. Hm. Menschen wie Max Planck, Tesla, Einstein, Wilhelm Reich, später dann die Raumfahrtwissenschaft, die NASA, die haben ja das alles erforscht. Und es ist ja nicht so, dass wir da im Bereich von, wie oft mir vorgeworfen wird, Esoterik liegen. Und da haben die Menschen gar keine Ahnung, was Esoterik wirklich bedeutet. Max Planck sagt, dass wir von purer Energie umgeben sind, nur weil wir keine Wahrnehmung haben, verstehen wir sie nicht und nehmen sie auch nicht wahr. Real ist, das weiß man seit der Weltraumforschung, wir werden, also jeder körperliche Vorgang, das sind laut Pop, waren 100.000 biochemische Prozesse pro Sekunde, pro Zelle, werden nicht von unserem Gehirn, sondern tatsächlich von diesen Naturfeldern gelenkt. Es ist so, dass man dann verstehen muss, dass eine Zelle zum Beispiel hier im Ohrläppchen eine ganz andere Information bekommt wie deine große Zehe oder die Magenzelle oder die Lungenzelle. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt, hey, ich bestehe aus 60 bis 80 Billionen Zellen. Offensichtlich bekommt jede einzelne eine individuelle Aufgabenbeschreibung, damit sie über ihre Tätigkeit in dem Verbund, den du jetzt bist, ja, bist ja ein Verbund nicht nur aus 60 bis 80 Billionen Zellen, sondern in den Zellen sind ja noch Mitochondrien und. Das ist ja jede Zelle wie eine große Firma. Und all das zusammenspielt, diese Information, die gibt uns Mutter Natur. Mhm. Und als mir das bewusst wurde, dass allein in unserem Körper 60 Billionen unterschiedliche Informationspakete bekommt. Wenn ich das mal hochgerechnet habe auf 7,5 Milliarden Menschen, dann habe ich vom geistigen Auge die Wale gesehen, alle Fische und sonstigen Lebewesen, die ganze Natur bis zu den Mikroben. Und dann, ich möchte jetzt nicht mehr zitieren, was ich damals gesagt habe, LMAA, das kann ja nur die Schöpfung sein. Und ich bin wirklich keiner, der in die Kirche geht oder auch irgendwo spirituell abgedriftet wäre. Aber das ist mir in dem Moment bewusst geworden. Und so ging es halt auch anderen wie Heisenberg und Planck, die irgendwann in den Punkt kamen, dass sie gesagt haben, das ist die Kraft, die alles lenkt und alles durchströmt. Und ich möchte es nicht zu technisch werden, aber man muss einfach sich vorstellen, unser Körper strahlt Schwingung ab. Menschen sagen es ja, alles ist mit allem verbunden, alles ist miteinander in Schwingung, durch Schwingung verbunden. Das ist richtig, aber man muss es sich mal vorstellen, es geht los mit einer Schwingung pro Sekunde und geht bis weit über den Bereich des sichtbaren Lichts hinaus. Da reden wir schon von Trillionen Schwingungen pro Sekunde. Das heißt, unser Körper, der schwingt in so einem breiten Schwingungsfenster, das kann sich jeder bei Dr. Ludwigs Informative Medizin mal anschauen. Und wir sind wechselseitig, also das ist nicht eine Verbindung in eine Richtung, das ist einfach ein wechselseitiger Austausch mit Sonne, Erde, Kosmos. Mhm. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist erforscht. Es ist eine Teilchenstrahlung, die uns sowohl psychisch als auch physisch steuert oder beeinflusst. Und wenn man sich die mal im Vergleich heranzieht zu unseren Mobilfunkgrenzwerten, dann liegt das kosmische Hintergrundstrahlung bei 1. Und wenn ich es jetzt richtig errechnet habe, es kann aber sogar sein, dass ich jetzt noch untertreibe, aber 1 zu 100 Millionen. Und da fragt man sich, das Natürliche, Schwache beeinflusst uns und das Unnatürlich Starke, extrem viel Stärkere, haut uns nicht sofort aus den Schuhen. Mhm. Und das war die Frage, die mich die ganzen Jahre gequält hat. Warum
tötet es uns nicht unmittelbar. Weil wenn du heute eine Glühlampe nimmst, 230 Volt, und dort nur mal 400 Volt drauf gibst, was passiert? Wie lange hält die? Nicht lange. Nee. Und das ist genau die Frage, warum haut es uns nicht sofort aus den Schuhen? Und erst die letzten Jahre durch die ganzen Autoimmunerkrankungen wurde mir bewusst, offensichtlich hat nur Mutter Natur den Schlüssel, den Schutz unseres Erbgutes zu öffnen. Ich möchte jetzt nicht den Begriff Schöpfung nehmen, den hat Max Planck benutzt. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Und diese Kraft sollte man es auch zutrauen, dass sie den Schlüssel für jede einzelne Zelle kennt. Mhm. Und offensichtlich kann nur Mutter Natur in unser Erbgut die Aufgabendefinition reinschreiben. Dem Mobilfunk war lange der Zugang verwehrt. Nur mir ist einfach die letzten Jahre bewusst geworden, bei Polyneuropathie, bei allen möglichen Autoimmunerkrankungen, dass jetzt nach 20, 25 Jahren die Technik ist wie ein Specht, das ganz einfach durch ist. Und wenn da, weißt du, es kann nicht sein, dass eine Technik, die eine SMS transportiert oder Bilder oder was weiß ich für Informationen trägt, dass diese technische Schwingung trägt ja auch irgendeine Information von unserer täglichen Kommunikation. Ich glaube nicht, dass diese Information dafür geeignet ist, dein Erbgut darüber in Kenntnis zu setzen, welche Aufgabe die einzelne Zelle im Magenbereich oben links oder unten rechts hat. Also da ist es irgendwo klar, wenn man aus dem Bereich Informatik kommt, das ist wie beim Computer, wenn Viren drauf sind, dann macht er auch die Grätsche und so macht unser Körper dann die Grätsche und das dauert halt total lange. Ja, das wäre jetzt meine Frage, also wie gesagt, ich sag's nochmal, ich bin da jetzt nicht so der Physiker und Techniker, ich tue mich immer schwer, diese ganzen technischen Sachen zu verstehen, aber deswegen frage ich auch gerne nochmal nach. Genau. Also das Problem ist, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass, und das, vielleicht sollten wir das noch genauer erklären, es geht einmal, wir haben einmal Schwingung und wir haben Information. Also wenn ich die Glotze anmache, dann kommt da ja irgendwie dahergeritten auf einer Schwingung Frequenz so und so. Die kommt daher, die hat erstmal nichts zu sagen, aber da drauf moduliert ist dann halt eine Information, nämlich irgendeine Fernsehsendung. So. Und jetzt sehe ich halt entweder eine Spaßsendung oder ich sehe einen Hardcore-Kriegsfilm oder einen Horror-Trip-Film. Und entsprechend ist dann der Einfluss der Information auf mein System. Das kann sich, glaube ich, noch jeder nachvollziehen. Wenn ich das jetzt auf Handys oder WLAN und so weiter übertrage und diesen kosmischen oder natürlichen Energiefeldern, die uns eigentlich nähren, sage ich mal symbolisch, dann heißt das ja eigentlich so, okay, wenn ich da jetzt, ich habe da nicht nur die gleichen 10 Hertz, sondern diese 10 Hertz transportieren einfach Informationen, die dann zwar da ankommen, aber wo die Zelle natürlich nicht weiß, was soll ich denn jetzt mit der scheiß SMS hier? Ja, ich brauche einen anderen Auftrag. So. Ja, also ich stelle mir jetzt mal so ein Bild davor, das gibt es jetzt zum Beispiel bei B12, bei dem Vitamin B12 gibt es das ja auch, da gibt es analoges B12, das sieht genauso aus. Ja. Das ist irgendwie drin, das ist ja noch natürlich, aber das dockt dann da an, wo es hingehört, hat aber die Informationen nicht sozusagen, deswegen hilft es nichts. Aber zudem hat es auch noch den Nachteil, dass es dann angedockt ist und wenn das gute B12 kommt, dass es dann eben nicht mehr andocken kann. Richtig. Kann man das als Bild so nehmen? Also ja, das, absolut. Ja? Ich sag nie wieder, dass du von Technik nichts verstehst. Ich hätte es nicht besser erklären können. Ja, es ist wirklich so. Ich muss oft lachen, weil Schwingung und Information werden sehr oft miteinander verwechselt. Schwingung, da muss ich zum Beispiel, jeder kennt ja die Schumann-Frequenz. Und jetzt gibt es da eine Uhr, hat mir kürzlich ein Freund, oder das ist schon ein paar Monate her, aus Salzburg, hat er mir gesagt, ja, ich habe jetzt eine Uhr, macht Schumann-Frequenz. Oh Gott, musste es ihm erklären, sag ich, weißt du, die Frequenz, wenn du in deinem Autoradio, wenn du in deinem Auto unterwegs bist in Salzburg, hörst du Ö3 auf 99,0 Megahertz. Das ist die Frequenz. Die Frequenz ist praktisch das Vehikel, um von, die Information von Ort A nach Ort B zu bringen, also vom Sender in dein Autoradio. Okay, hat er begriffen. Was du dann aber auf 99,0 hörst, das kann eine Nachrichtensendung sein, der Wetterbericht, ein Sonntagsgottesdienst oder auch ein klassisches oder ein Hardrock-Konzert. Ja? Also das ist völlig unterschiedlich, das ist die Information. Und das ist, denke ich mal, wichtig, dass die Menschen das verstehen.
gerade diejenigen, die permanent versuchen, mit Schwingungen die Natürlichkeit nachzuahmen, nicht verstehen, dass die Schwingung nur das Transportmittel ist. Also wie wenn wir zwei, wir haben tolle Autos, die sind vollkommen identisch, wir sind alte Kumpels, sogar bis hin zur Felge, Spiegellackierung, alles vollkommen identisch. Das ist, dann wäre das unser Auto oder unsere Autos wären dann praktisch die Frequenz. Nur was wir in den Kofferraum reintun, du hast zum Beispiel eine Kiste Erdbeeren und ich eine Kiste Handgranaten. Das eine ist zerstörerisch und das andere ist vitalisierend. Das ist total wichtig zu verstehen, gerade für die ganze Elektrofrequenz- und Energiemedizin. Das haben die teilweise auch mit den Informationen noch nicht ganz verstanden. Für mich ist klar, überall wo Technik drin ist, ist auch Manipulation drin und kann nie 100% schöpfungskonform sein. Und das ist mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen und das ist, meine ich, auch wichtig mal hier zu übermitteln zu dürfen, dass die Menschen das den Unterschied kennen. Weil es ist immer so ein Bestreben in dieser Welt, die Natur in irgendwie zu kopieren. Das möchte ich mal ganz klar, wenn ich die Gelegenheit habe, mal zum Ausdruck bringen. In dem Moment, wo mir klar wurde, 60 bis 80 Billionen Zellen und jede einzelne Zelle hat 100.000 biochemische Prozesse pro Sekunde, die von Mutter Natur gelenkt werden, wenn ich das mal auf alle Zellen hochrechne, weißt du, Helge, da reichen alle NSA und Google oder sonstigen Rechner, Firmenserver nimmer aus, um diese Kapazität zu speichern. Und jetzt kommt dann irgendeiner mit so einer softwaregestützten, mit einer Hardware um die Ecke und sagt mir, dass er jetzt damit alle Probleme löst. Das hat funktioniert, genauso wie jede Therapie funktioniert hat, sogar die Schulmedizin funktioniert hat, solange die große Kraft im Hintergrund für Ordnung gesorgt hat. Leute wie Nobelpreisträger war ja, glaube ich, Albert Schweitzer, der hat es ja als Arzt gesagt, wir setzen Heilimpulse, den Rest macht die Natur. Und dieses Wissen, diese alte Erkenntnis ist in den letzten 50 Jahren verloren gegangen. Und darin liegt die Lösung auf all unsere Probleme, gesundheitliche Probleme. Also du hast es gerade nochmal Nebensatz angesprochen, wo ich gerne ein bisschen mehr darüber wissen würde. Du hast ja gesagt, habe ich eingangs schon mal gesagt, auch dass das quasi diese ganzen traditionellen Therapieformen, du hast es ja gerade auch nochmal wiederholt, dass die möglicherweise in der Vergangenheit relativ gut gewirkt haben, selbst Schulmedizin. Richtig. Aber dass die jetzt eben nicht mehr wirken, dass viele auch energetische Medizin oder Homöopathie oder was auch immer, dass diese ganzen Dinger nicht mehr wirken, nicht mehr richtig wirken oder gar nicht mehr wirken können, durch diese Problematik mit den elektromagnetischen Strahlen. Kannst du das nochmal genau erklären? Also ja, brauchen wir neue Therapien oder? Nee, darüber habe ich, gut, dass du es ansprichst. Ich habe im Magazin Der freie Arzt im Dezember darüber genau einen Fachbeitrag geschrieben und mach einfach aufmerksam, die Umwelt verändert sich, nur die Therapiemethoden nicht. Weißt, wir haben seit 20 Jahren elektromagnetisches Problem, wir haben ein toxisches Problem mit Aluminium und sonstigen Sachen. Gehen wir zurück auf das fünfte Organ und also die letzte Veränderung in der Homöopathie von Samuel Hahnemann zu Lebzeiten 1833. Da haben noch keine Schornsteine geraucht, da hatten wir noch keine Hochspannungsleitungen, noch keine Stromleitungen im Haus, wir hatten noch keinen Mobilfunk, noch 10 Millionen künstlich-chemische Verbindungen weniger, die seit dem Zweiten Weltkrieg von der Chemieindustrie geschaffen wurden. Wir hatten noch keine Chemtrails. Sind ja zwischenzeitlich keine Verschwörungstheorien mehr. Da stehen ja namhafte Ärzte wie Klinghardt zwischenzeitlich ganz offen dazu. Oder Dahlke sprechen ganz offen darüber, dass es selbst im Bayerischen Rundfunk kommt es schon, dass da Geoengineering betrieben wird und dass Aluminiumpartikel ausgestreut werden. All diese Probleme hatten wir, vor 20, 25 Jahren. Nie, wenn ich sagen würde, nicht, wäre das falsch, aber zum erheblichen Anteil weniger. Und all das, was jetzt die letzten Jahre oder ja die zwei Jahrzehnte an Umweltveränderungen auf uns zukam, muss Berücksichtigung finden in den Therapien.
Und ich kann es manchmal nicht glauben. Wahrscheinlich kommt es daher, dass wir in einer Welt voller Fachspezialisten leben, dass außerhalb des Fachbereichs gar keine Gefahren mehr wahrgenommen werden. Und mein Vorteil war, dass ich bei meiner Forschung anfänglich mit Mobilfunk auf Mobilfunk konzentriert war, dann wurde ich mit dem Thema metallische Umweltgifte, Radioaktivität konfrontiert. Dann habe ich gesehen, beides zusammen gibt auch Säure, gibt Parasiten und so weiter. Ich habe permanent mein Spektrum erweitert, während andere sich mehr und mehr zum Spezialisten machen und vor lauter Blick durchs Mikroskop gar nicht mehr den Wald sehen. Um deine Frage zu beantworten, ich denke, du hast vorhin es ein bisschen hart gesagt, dass es nicht mehr funktioniert. Es funktioniert immer weniger. Und die Nachhaltigkeit ist nicht mehr gegeben. Egal, wie gut die Therapie war. Ich bin selbst, wir haben unseren Kindern homöopathische Globuli verabreicht, wenn sie irgendwas hatten. Ich bin ein Freund der Homöopathie. Aber wie soll das noch funktionieren, wenn ich heute einen Körper habe, der mit Blei, mit Quecksilber, mit Aluminium angehäuft ist, fehlreguliert durch Mobilfunk, in dem sich Parasiten und Säure breit macht? Da kommst du einfach nicht mehr bei. Da muss man wirklich erstmal die Umweltveränderungen ins Zentrum des Fokus legen und diese Umweltveränderungen, soweit wie möglich, ausblenden. Also das heißt Elektrosmog-Harmonisierung, Entgiftung und so weiter. Es müssen die Gifte aus dem Gehirn vor allen Dingen raus. Wir haben alle zu viel Aluminium im Gehirn, das sagt auch Klinghardt. Und ich selbst war auch betroffen mit einer enormen Quecksilberbelastung, hatte also auch Riesenprobleme mit Konzentration. Also ich musste den ganzen Mist mitmachen, damit ich wahrscheinlich für diese Forschung der letzten 16 Jahre überhaupt bereit war. Eine kleine Unterbrechung. Da fällt mir gerade zu dem Thema ein, gerade Gehirn und Schwermetalle im Gehirn. Ich habe öfter gelesen, dass gerade diese elektromagnetischen Strahlen dazu führen, dass diese Blut-Hirn-Schranke, die wir haben, nicht mehr funktioniert, also die eigentlich dafür sorgt, dass da nichts reinkommen kann, dass die durch die Strahlung geöffnet wird. Ist das richtig? Ist das auch deine Erfahrung? Nicht nur das. In letzter Zeit wird ja von den Parasiten auch im Gehirn gesprochen. Dr. Scheiner war der Umweltmediziner von München. Der hat ein super Buch geschrieben. Er ist zwischenzeitlich, glaube ich, verstorben. Mobilfunk, die verkaufte Gesundheit, da ist schon ein älteres Buch, sicher schon 10, 12 Jahre. Und da hat er eine Studiensammlung, wo mehrere Studien also belegen, dass nicht nur die Blut-Hirn-Schranke nach 10 Minuten Handytelefonat offen ist und 8 Stunden benötigt, um sich wieder zu schließen, sondern auch die Darm-Blut-Schranke. Mhm. Vom Darm soll ja die Nahrung ins Blut gehen. Und auch diese Schranke weitet sich. Und jetzt gehen Parasiten, die ja nicht mal in deinem Darm sein sollten, auch ins Blut über. Und Toxoplasma gondii, jetzt fällt es mir ein, so heißt dieser Parasit, der jetzt verstärkt im Gehirn von Menschen gefunden wird. Das heißt, du öffnest durch Mobilfunk deine Darm-Blutschranke und deine Blut-Hirn-Schranke. Was soll ich da noch sagen? Früher hat man gesagt zum Kumpel, du hast Scheiße im Hirn. Ja? Also Entschuldigung, kannst du auch rausschneiden, aber das geht vielleicht in alle Härte mal rüber, dass es jetzt Realität geworden ist. Ja, nee, ich finde das schon wichtig, dass man das auch wirklich mal in aller Direktheit sagt, weil das ist ja erst der Anfang, wir fangen ja gerade erst an. Also sozusagen, wo die Entwicklung hingeht mit der ganzen Strahlung, ist ja noch gar nicht absehbar. Ich will mal gerade so ein Zitat, das ich aus einem Artikel von dir rausgeschrieben habe. Du zitierst gerne George Lakowski, der sagt, das Leben entsteht durch natürliche Strahlung, erstens. Zweitens, das Leben wird durch Strahlung unterhalten. Und drittens, Leben wird durch Störung dieses Schwingungsgleichgewichts vernichtet. Mhm. Ich finde, das ist ganz gut, das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht. Ja. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein, also bei mir ist es irgendwie auch mit auf dem Bild, aber schon auch schon länger,
Aber ich glaube, worum es mir geht, auch mit diesem Gespräch, dass man wirklich ein Bewusstsein dafür hat. Wir reden immer alle von Schwingung und Energie und das ist sehr hip, darüber zu sprechen. Es gibt alle möglichen Energieheilungsmethoden und so weiter. Wie wichtig es ist, dass das, oder andersrum, dass uns das nährt. Also nähren im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch schon vor vielen Jahren öfter gelesen, dass eigentlich unsere Ernährung, also das reine Essen, dass das gar nicht unsere Hauptenergiequelle ist, sondern dass es nur ein kleiner Prozentsatz der Energie, die wir zum Leben brauchen, aus dem Essen ziehen. Ja. Und dass ein viel, viel größerer Prozentsatz eben aus Energiequellen wie der, wie diesen, nenne es, wie es magst, du kannst es vielleicht noch spezifizieren, würde ich mich gerne wissen, was man da konkreter noch zu sagen, was es für Energiequellen gibt, dass das eigentlich die Hauptquelle ist, was auch Lichtnahrung erklären würde beispielsweise. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur schwarz malen, ja, klar. Sondern, also wichtig, erstmal klar, ich möchte das gerne, wir können das auch gerne noch weiter ausführen, also ich finde das jetzt nicht dramatisch, aber ich würde gerne mal einen Blick drauf werfen, dass du darüber sprichst, über diese eigentlichen Felder, an die wir angeschlossen sein sollen, weil darum geht es ja, wie können wir, es geht ja nicht nur darum, wie können wir uns schützen, weil hundertprozentiger Schutz gegen diesen ganzen technischen Mist, sage ich mal jetzt, gibt es ja nicht. Das heißt also, wir können uns so Gedanken machen, wie wir das abschirmen, so gut wie geht, oder wie wir es wenig wie möglich nutzen, aber gleichzeitig müssen wir uns eben auch Gedanken darüber machen, wie können wir uns wieder anschließen an diese eigentlichen Energiefelder. Und ich würde gerne, dass du vielleicht ein bisschen wie in die Richtung gehen, dass du ein bisschen erklärst, was sind das eigentlich für Energiefelder, die das Leben nähren? Weißt du, ich höre auch immer wieder Begriffe wie morphogenetische Felder und ich habe mich oft gefragt, warum tun die Menschen sich so schwer, die Zusammenhänge zu verstehen? Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie so ticken wie ich. Das war ein Fehler. Die Menschen neigen offensichtlich dazu, die Dinge voneinander zu trennen. Das ist mein Handy, das ist meine Frau, das ist mein Hund, das ist mein Auto. Wenn meine Frau, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich keine solche Frau habe, aber wenn meine Frau mich zur Sau machen würde und ich anschließend mit dem Hund Gassi gehe, also den Hund, den ich jetzt nicht habe, dem einen Arschtritt verpasse, mich anschließend am Auto auslasse und das Handy irgendwo gegen die Wand werfe, dann hat sehr wohl, haben die Dinge miteinander zu tun. Es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist einfach so, dass diese wunderbaren Felder, kosmische Hintergrundstrahlung, Sonne, alles was von Mutter Erde uns speist, vermischt wird. So wie wenn ich eine Farbe, die Natur, würde man mal, ich sehe jetzt da drüben die Couch, die Farbe grün zuweisen oder hier von der Pflanze. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zur Natur, wenn wir der die Farbe grün geben. Und ich mische jetzt permanent ein Grau dazu. Das hat miteinander zu tun. Das ist, wie wenn ich eine grüne Farbe mit einer grauen Farbe mische. Die Information, die da ankommt, ist nicht mehr grün. Verstehst du? Und das müssen wir erkennen, dass die Dinge miteinander in Zusammenhang stehen. Alles ist irgendwie miteinander verbunden. Und das muss wieder in die Köpfe der Menschen, dass man das nicht trennen kann. Das ist das morphogenetische Feld und das ist ein Sendemasten. Und das ist ganz wichtig, dass das mal verstanden wird. Und dann ist schon ein ganz großer Schritt erbracht. Wie die Natur ihre Wunder an uns bewerkstelligt, das hat mich nie interessiert, sondern ich hab's irgendwann verstanden. Die macht es so intelligent und so genial, da muss ich kein Forschungsteam losschicken. Mir war einfach klar, ich muss mich mit der Natur wieder verbinden. Und das ist eigentlich der erste Lösungsweg gewesen, den wir gegangen sind, wo wir auch den Menschen geholfen haben. Und habe ich noch irgendwas vergessen an deiner Frage? Ich muss sagen, die Großstadt ist ein Land, wie ich nicht gewohnt. Da bist du schon, da spürst du schon, wie ihr das so aushaltet. Das ist für mich ein... Weil ich merke, wie mir die Lebensenergie verloren geht. Also ich komme jetzt vom ländlich-idyllischen, kein WLAN am Smartphone von den Nachbarn, bin völlig unbelastet, fast unbelastet. Aber hier in der Stadt muss ich sagen, ringsherum Sendemasten, WLAN. Ich wundere mich, dass ihr so gut funktioniert, also hier in der Stadt. Ihr spürt es gar nicht mehr, wie euch die Lebensenergie genommen wird. Berliner Blut, sagt ihr. aber lass uns, du hast jetzt schon den Bogen so ein bisschen geschlagen, lass uns über deine Arbeit sprechen. Du hast ja nicht nur geforscht und kannst uns darüber erzählen, was da alles
passiert draußen und was das alles für negative Folgen hat. Ja. Wichtig ist natürlich schon, dass wir das verstehen, dass möglicherweise oder vermutlich die Umweltgifte und die Strahlenbelastung die Hauptquellen für so ziemlich alle chronischen Krankheiten sind. Aber du hast jetzt ja was erforscht und du hast dann eben irgendwann angefangen, etwas zu entwickeln, ja, was uns hilft, an diese kosmischen oder natürlichen Energiefelder sich wieder anzuschließen. Erzähl mal, wie das entstanden ist und was du da machst. Ja, ich habe damals nach dem Beschuss der Nachbarn musste ich reagieren, weil ich musste mich schützen. Ich habe damals alles Mögliche ausprobiert, von Abschirmung bis Tachyonenprodukte und. Von Abschirmung halte ich gar nichts, weil ich mich auch dem Positiven aus dem Positiven oder die positiven Strahlen, die universellen Strahlen abschirme. Und nicht nur das, darüber haben wir auch, aber das ist wieder eine andere Geschichte, in der TU in Graz eine Arbeit gemacht, was mit Abschirmung tatsächlich passiert. Ich war einfach gezwungen, weil es nichts gab, was mir geholfen hat oder meiner Familie geholfen hätte, etwas zu entwickeln. Und das Thema Erdung gefiel mir ganz gut. Und das war ja schon ein Markt. Nur für mich war klar, Erdung alleine, so wie es auch Kollegen von Earthing machen aus den USA, wo dann die Silberfäden mit einer nackten Haut verbunden werden, das kann auch nicht funktionieren, weil wenn ich vor allen Dingen, wie Sie es empfehlen, im Bereich der Wadenerde und im Kopfbereich den Radiowecker habe, dann mache ich meinen Körper zum Ableiter für die Belastung vom Radiowecker oder von der Lampe im Kopfbereich. Oder wenn ich eine Frequenz von einem Sendemasten, von einem Schnurlostelefon, von einer Bundesbahn, solche Frequenzen auf der Hauserdung habe, dann kann es nicht funktionieren. Und dann haben wir halt einfach mit dem Thema Erdung nicht elektrisch leitfähig, also sondern noch mit dem Stoffgewebe, Baumwollgewebe dazwischen herumgeforscht und sehr viel ausprobiert. Und irgendwann wurde mir klar, es braucht einfach eine Erdung, eine kapazitive Erdung. Das heißt, kapazitiv bedeutet, du bist nicht elektrisch leitfähig mit der Erdung verbunden. Und noch eine Harmonisierungseinheit. Und wie es halt so ist, wenn du am Suchen bist, dann kommen die richtigen Antworten, sehr viel Intuition, sehr viel Naturverständnis. Und eines Tages war einfach klar, wie wir es machen müssen. Ich halte mich noch bis zum heutigen Tag bedeckt. Eines Tages werden wir es veröffentlichen, aber es ist einfach mein Coca-Cola-Betriebsgeheimnis. Ich kann auf jeden Fall versichern, dass wir manipulationsfrei arbeiten. Wir haben also ein medizinisches Schlafsystem entwickelt, also eingetragen als Medizinprodukt. Ich bitte mir daher, den Begriff Mathe zu vermeiden, weil in diese Kategorie gehört es wirklich nicht. Wir konnten damit schon sehr, sehr vielen Menschen helfen. Und ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte kein Schlafsystem basteln. Ich habe gesagt, das ist ja das 523. Und das ist gar nicht die Kategorie, wo wir hin wollten. Aber mir war klar, ich muss den Menschen während der Regenerations- und Reparationszeit seiner Zellen schützen. Und es geht einfach nicht anders wie mit einem Schlafsystem. Und es haben sehr viele dann gemeint, sie könnten sich mit uns vergleichen. Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen, Gutachten, also sowohl physikalische als auch biologische Testungen und Studien gemacht. Und es kam immer wieder raus, es ist mit nichts zu vergleichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir am Anfang, wir haben ja sehr viel mit wirklich Schwerkranken zu tun gehabt. Und ich lache jetzt nicht wegen den Schwerkranken, sondern weil ich mich damals, so selbstkritisch wie ich war, gefragt habe, warum wirkt das Ding so gut? Und dann hat mir eine Chefärztin einer großen Krankenkasse gesagt, die hat mir die Antwort geliefert. Also das ist nicht mein Zitat. Und das hat auch später der leitende Ingenieur des Space Shuttle Programms gesagt. Euch ist es gelungen, die Menschen wieder mit ihrer Seele zu verbinden, hat er gesagt. Und die Chefärztin hat gesagt, das Einzige, was mir einfällt zu eurer Arbeit, ist der Begriff Religio, Rückverbindung in die eigenen göttlichen Wurzeln.
Sie hat mir eigentlich da eine Vorlage geliefert. Soweit habe ich das auch noch nie, so tief habe ich das nie betrachtet. Ich habe nur gesehen, die Menschen, die da drauf liegen, die werfen irgendwann ihre Antidepressiva weg. Die Augen leuchten wieder. Wir haben in unserer Broschüre, fordern wir auf, macht Bilder vor der Anwendung, gerade im Bereich der Augen. Und ihr werdet erkennen, da ist ein Unterschied. Aber dass das irgendwie auf Seelenebene wirkt, das ist mir auch erst im Laufe der Jahre bewusst geworden. Bis mir dann einschoss, Mensch, Seele ist ja auch nichts anderes als Schwingung. Weißt du, es war nicht von Anfang an da, das war ein fortwährender Prozess und das ist spannend. Also ich bin stolz, wollte ich sagen, und dankbar, dass ich das erforschen durfte. Mhm. Es ist so ein Wahnsinn. Ja, ich finde es ja auch faszinierend, sonst hätte ich dich nicht eingeladen, weil ich bin ja auch immer auf der Suche nach Lösungen. Und ja. Gerade in dem Bereich, habe ich ja anfangs gesagt, fühle ich mich eher hilflos. Ja. Ich habe auch alles probiert, irgendwelche Tachyon-Chips aufs Handy kleben und so. Das halte ich alles nicht für wirklich effektiv. Zumindest habe ich da keinen Unterschied gemerkt. Und das erscheint mir irgendwie, wie du es ja selber auch sagst, ganz sehr gerne zu deiner Entwicklung stehen. Das finde ich ja nicht schlimm. Das finde ich, ist offensichtlich was anderes. Und ich habe es ja ausprobiert und ich merke ganz eindeutig Verbesserung. Und bin weiter, ich bin ja auch so ein my own guinea pig, wie nennt man das auf Deutsch? Ich bin mein eigenes Versuchskaninchen. Mhm. Ich probiere halt immer auch alles aus. Ich glaube nicht irgendwas, weil mir irgendjemand was erzählt oder was irgendwo steht. So. Und in dem Bereich will ich jetzt für mich wirklich mehr rausfinden. Jetzt, aber versuch nochmal zu erklären, was da passiert ist. Also wir wissen jetzt, das ist so eine Matte, dürfen wir nicht sagen, aber sowas Ähnliches wie eine Matte. Ein medizinisches Schlafsystem. Ein medizinisches Schlafsystem, auf dem man liegt. Aber was macht diese Matte? Also sie ist an die Erde angeschlossen, aber offensichtlich schützt sie mich vor dem Einfluss dieser störenden Frequenzen. Ja. Und sie bindet mich an diese jetzt mehrfach erwähnten natürlichen Energiefelder. Kann man das so sagen? Richtig. Ich muss gleich von weg schicken. Es gab einen ganz bekannten Physiker, der heute emeritierte Dekan der TU Graz. Er hat damals gesagt, kann nicht funktionieren. Ich kenne heute noch Leute aus meinem früheren Umfeld, die sagen, kann nicht funktionieren. Es ist tatsächlich so, dass wir in Bereiche der Physik vorgedrungen sind, die der klassische Physiker sich nicht mehr erklären kann, aber mit der klassischen Physik beweisen kann, dass es so ist, wie wir sagen. Das war auch die Aussage des emeritierten Dekans von der TU Graz, Professor Hans Leopold. Zuerst hat er gesagt, das sei alles Schwindel. Und nach 3 Wochen Genuss auf diesem medizinischen Schlafsystem hat er gemeint, wir hätten wohl einiges richtig gemacht. Mhm. Also, weißt du, ich möchte es einfach von vornherein sagen, wir haben so viele Menschen die letzten 16 Jahre davon überzeugt. Ich habe Top-Sportler beim österreichischen Skiverband betreut, eine Gebietskrankenkassen-Chefärztin überzeugt und. Es wird Zeit, dass man uns mal wirklich vertrauen kann, dass wir tatsächlich halten, was wir versprechen. Wir haben eine Kinderstudie gemacht mit 140 Kindern auf unser Kostenrisiko in einer ganz kritischen Ecke von Oberösterreich. Also da sind die genauso leichtgläubig wie auf der Schwäbischen Alb. Verstehst du, was ich meine? Und da lassen wir öffentlich angekündigt durch die Tagesmedien, haben wir gesagt, okay, bringt eure kranken Kinder, wir machen mit euren Ärzten hier eine Studie und dann schauen wir, was rauskommt. Und ihr kritischen Eltern dürft mein Produkt bewerten. Bitteschön, die Eintragung eines Markennamens weltweit kostet Geld. Und so seinen Namen zu verheizen, das würde nur ein Irrer tun oder einer. Das würde nicht mal ein Irrer tun, nicht mal ein Irrer. Und ich glaube, so ein Risiko einzugehen, tut nur jemand, der weiß, was er tut. Und das habe ich getan. Einfach, um aufzuzeigen, dass Epilepsie für Kinder kein Schicksal ist oder Neurodermitis, Allergien und so weiter. Aber es führt jetzt vom Thema weg. Was macht unser System? Wichtig ist mal zu verstehen, dass, und das war für mich auch in den letzten Jahren sehr überraschend, dass jeder versucht, die Natur nachzuahmen mit Technik. Ob Magnetfeldmatte, all das sind technische Stützen. Und unser Weg war einfach in die Richtung,
Unser Weg ging in die Richtung zu sagen, wir haben das Urfeld verlassen oder sind gerade dabei, unsere Wurzeln abzuschneiden. Diese können wir durch nichts ersetzen. Und da war halt unser Weg vielleicht nicht ganz anders, aber wir waren vielleicht auch nicht die Einzigen, aber wir gehören zu der Fraktion, die sicherlich in der Minderheit ist. Wir haben nicht versucht, die Schöpfung in irgendeiner Hardware zu kopieren, stümperhaft, sondern wir haben gesagt, wir trauen uns das nicht zu. Wir wollen die Menschen mit dem Original verbinden. Und das war mein Bestreben. Klar, es ist toll, wenn ich heute sagen kann, Quantenphysik, Radionik und. Das ist alles wunderbar, möchte ich auch gar nicht schlecht reden. Nur all diese Dinge werden jetzt nicht mehr funktionieren, so wie wir es vorhin gesagt haben, weil die große Regulationskraft im Hintergrund, die fällt jetzt weg. Mhm. Und deswegen sage ich, ohne Natur wird alles scheitern. Mhm. Nicht nur die Schulmedizin. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Was ist das für ein Größenwahn der Menschen? Ich kann mir den nicht erklären. Zu glauben, dass man sich über die Schöpfung stellt, mit irgendeinem Hardware-Kastel, zum Kleinen, ha? Mhm. Und dabei bietet uns Mutter Natur so viel Information, dass es nicht einmal in die NSA-Großrechner unterzubringen wäre. Was ist es? Also manchmal erzürnt mich diese, darf man sagen, Blasphemie, oder? Es geht in die Richtung. Nochmal konkreter, wenn ich nochmal nachfragen darf. Ja. Ich bin ganz mit dir, ich verstehe, was du meinst. Genau. Ich habe jetzt quasi, du hast ja gerade gesprochen, das ist ja, wir schlafen, oder man, deine Leute, die diese Matte haben, oder ja. Die, medizinische Schlafsysteme. Warte, gibt 5 Euro im SOS-Kinderdorf. Die dieses medizinische Schlafsystem haben zu Hause im Bett. Also der Effekt ist, dass ich da nachts drauf schlafe und dadurch quasi für diesen Zeitraum des Schlafes, in der Zeit, in der ja auch die größte Regeneration stattfinden kann, sozusagen wieder angeschlossen bin und mir mein System, um diesen Computervergleich zu sehen, nehmen, sich sozusagen seinen täglichen Update holen kann. Also sich kurz mal eben die Programme runterlädt, die er braucht, damit alles besser funktioniert. Und kann man so sagen? Und die Folge ist, dass dann A, die Regulationssysteme wieder anspringen und dadurch zum Beispiel die Nährstoffversorgung sich verbessert langfristig, das Immunsystem sich wieder besser aufbauen kann, sich besser wehren kann gegen äußere Einflüsse, sodass ich quasi in den restlichen, sag ich mal, 16 Stunden, in denen ich dann wieder in einem Strahlenchaosfeld unterwegs bin, besser geschützt bin. Kann man das so sagen? Hundertprozentig korrekt, und ich weiß, es mag sich für viele verrückt anhören, aber wir hatten ja Fälle in so 70er-Jahre-Bettungverbrechen, wo ich im Smartphone, habe ich mal WLAN aufgemacht, nach 70 Stück habe ich aufgehört zu zählen, und da hatten wir einen Polyneuropathiekranken. Und da habe ich gedacht, ja, wie kommt denn, und der konnte ja auch nicht mehr aus dem Haus, muss ich dazu sagen. Mhm. Wie soll man den noch in 8 Stunden wieder auf die Reihe bekommen, wenn er 16 Stunden lang beschossen ist oder beschossen wird? Und das wurde mir im Laufe der Jahre klar. Es ist offensichtlich die Tagesbelastung nicht mal so das Problem, sondern der Schutz in der Nacht. In den 8 Stunden ist der Körper wirklich wieder in der Lage zu reparieren. Klar, es ist blöd, wenn ich mir jeden Tag vom Klitschko eine aufs Maul hauen lasse und mir anschließend 8 Stunden wieder in die plastische Chirurgie, in die natürliche zu begeben. Es wäre natürlich besser, wenn ich mir tagsüber nicht ständig eine verpassen lasse. Aber es ist wirklich so, dass wir in der Nacht mit den Tagesproblemen von 16 Stunden absolut klarkommen. Und ich sehe das, ich möchte hier keine falschen Illusionen erzeugen, aber wir hatten einen jungen Mann in Oberösterreich, dessen Geschichte war in der Weihnachtsaktion der Tageszeitung. Ich hatte sie nur abonniert, aber nicht mehr gelesen. Aber diese Geschichte hat mir meine Frau gezeigt, und da war ein junger Mann, dessen Geschichte ist auch bei uns im Blog drin, der binnen einem halben Jahr eigentlich zunehmend in die vollständige Lähmung ging. Also er konnte zwar noch Gliedmaßen bewegen, aber konnte nicht mal mehr ein Glas halten, geschweige denn sein Baby.
war Vater von 3 Kindern, das Kleinste war gerade ein paar Wochen alt. Und dieser Fall hat mich interessiert und ich habe gedacht, bei ihm sind Toxine das Problem. Es ist einfach Quecksilber, die Nerven zerstört hat. Und habe den Chefredakteur der Zeitung angerufen, den kenne ich persönlich, ist auch Freund und Anwender von uns. Und hat praktisch meine Daten weitergegeben. Der junge Mann meldete sich bei mir. Ich bin ein paar Tage später eh vor Ort gewesen, bin dann nach meinem letzten Termin bei dem vorbeigefahren. Das musst du mal vorstellen, allein mit unserem Schlafsystem wurde seinen Zellen, also um es von vorhin zu wiederholen, das Erbgut hat offensichtlich vergessen. Das mag vieles noch im spekulativen, theoretischen oder Thesenbereich sein, aber ich hatte nicht die finanziellen Mittel, da bis in die Tiefenforschung zu gehen. Mich haben immer deshalb die Ergebnisse interessiert. Dieser junge Mann hat von mir nun mein Schlafsystem bekommen und steht 4 Tage später in der Landesnervenklinik in Linz auf eigenen Beinen. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich habe ja schon viele Dinge erlebt, aber das ist ja damals, wenn wir das so nach außen geben, dann sagen die Leute, ja, und aus Wasser Wein machen und über den See gehen. Aber es war so, 4 Tage später stand er auf eigenen Beinen und dann war ich fassungslos. Natürlich habe ich es ihm gegönnt, ich habe mich gefreut für ihn, aber was ist da passiert? Weißt du, ich bin immer selbstkritisch und nicht so ein Typ, der sagt, ja, wir haben dies und jenes. Und dann ist mir klar geworden, offensichtlich haben wir in den 4 Tagen die Erinnerungen, die Zellen zurückgegeben. Und das hat dazu geführt, dass er nach 4 Tagen gestanden ist. Ich muss dann sagen, danach ging es aber ins Eingemachte. Da ist er durch ein halbes, dreiviertel Jahr der Reinigung der ganzen Themen durchgegangen. Also er durfte nach 4 Tagen schon nahezu das Ziel spüren, um dann ja, in eine Reinigung zu gehen. Weißt du, um deine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, wie kann man die Wirkung von unserem System am besten oder von unserem medizinischen Schlafsystem am besten erklären? Es ist tatsächlich so, dass Grün und Grau miteinander vermischt sind. Wir machen aus Grau nur transparent. Es ist noch vorhanden, ich kann noch telefonieren, aber das Disharmonische ist draußen. Und eigentlich war es mein kleiner Sohn, der manchmal wie alle Kinder sehr disharmonisch am Boden saß und geschrien hat. Und ich habe ihn in den Arm genommen und dann hat er gelächelt. Und noch ohne Zähne im Mund. Und da ist mir klar geworden, das müsste auch mit den Strahlen gehen. Und dass es so funktioniert, habe nicht mal ich geglaubt. Aber es funktioniert. Und nur darum geht es, man braucht nicht abschirmen, sondern nur Disharmonisches in Harmonie verwandeln und das ist alles. Und da macht uns wahrscheinlich, da haben wir im Moment bei den Schlafsystemen wahrscheinlich keine Mitbewerber, was die Ergebnisse Ja, angeht. also ich hätte dich nicht eingeladen, wenn ich da nicht meiner Intuition folgend das Gefühl hatte, okay, da ist jemand anders unterwegs. Wir machen ja keine Produktverkaufsshows oder sowas, darum geht es mir ja nicht. Werde ich auch nie machen. Und ich meine eigenen Erfahrungen damit gemacht habe und dass ich wirklich die Dringlichkeit sehe, dass es sowas braucht und deine, wie soll ich sagen, Testimonials oder was du da, du hast ja mit Tausende von Menschen, die damit Erfahrung haben, du hast ja, die sprechen ja für sich. Insofern war es mir wichtig, dass wir darüber sprechen und das vorstellen. Und was mir gerade einfällt, du hast ja so, kann man es so, glaube ich, sogar auf deiner Website sehen. Es gibt ja auch Ärzte, die zum Beispiel dein Schlafsystem, jetzt habe ich es richtig gesagt, auf ihre Behandlungsliegen legen und Leute darauf behandeln, so habe ich das verstanden, und dadurch plötzlich viel bessere Ergebnisse erzielen können in ihren Akupunkturbehandlungen oder was auch immer. Also, wo die das, und die sind ja sicherlich sehr kritisch, wo die das selber sehen, dass innerhalb dieses Feldes die Behandlungen besser anspringen. Es war lustig. Im Krankenhaus in Tirol hat ein Film bei uns auf unserer Webseite gesehen, wo ihr Oberarzt mit drauf war und hat uns gebeten, um Erlaubnis gebeten, diesen Film auf der Krankenhauswebseite verlinken zu dürfen. Also hat mich dann schon gefreut.
das Krankenhaus anfragt bei mir, ob sie den Werbefilm von uns verlinken dürfen. Was heißt Werbefilm? Ja, lass uns mal also nochmal zusammenfassen, weil so langsam sind wir ja so mit unserer Zeit schon recht fortgeschritten. Was ich auch wichtig finde, nochmal zu sagen, das ist, weil viele Leute ja immer denken, sie müssen nur irgendwie die Magic Bullet finden, also die eine Pille, die alles nützt. Das, was du machst, ist natürlich auch nicht die eine Pille, die für alles hilft. Also du hast es ja auch immer wieder erwähnt, es geht ja nicht nur um die Strahlen, es geht eben auch. Also im Prinzip sind wir einem breiten Spektrum an neuen Einflüssen ausgesetzt, die es noch nicht lange gibt, dafür aber massiv und jeden Tag massiver. Ja. Und vielleicht gehen wir nochmal darauf ein, so am Schluss, dass man das natürlich tun, nicht immer einhergehen betreiben sollte oder anwenden sollte mit zum Beispiel Entgiftung, mit zum Beispiel Entsäuerung, mit zum Beispiel Parasiten bearbeiten oder denen die Lebensgrundlage entziehen und so weiter, die bessere Nahrung zu sich nehmen. Also vielleicht kannst du da noch was zu sagen, dass das irgendwie ein Teil eines Gesamtpakets ist. Also angefangen hat es natürlich bei uns mit der ganzen Elektrosmog-Debatte oder Thematik, der Debatte, die es damals gab. Und dann haben wir das System entwickelt, oder unser Schlafsystem oder Schlaf- oder Matratzenauflage oder wie auch immer. Und dann haben wir gemerkt, irgendwas stimmt nicht mehr. Diese anfänglichen 99%+ bei Schlafstörungen waren plötzlich nicht mehr gegeben. Der Rest, die 0, noch was Prozent, das waren Leute, die Melatonin genommen haben, also in Tablettenform. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Und wenn die das über 10, 15 Jahre nehmen, ist offensichtlich die eigene Zirbeldrüse verkümmert. Und da kommt die Melatoninproduktion, die eigene, nicht mehr zurück. Aber wir hatten, also die ausgeklammert, hatten wir eigentlich 100% Erfolg bei Schlafproblemen. Nur das ging irgendwann runter auf 97, 95, 92 und 8%, die meckern, die können schon richtig lästig sein. Vor allen Dingen ist das eine Negativwerbung und da bin ich echt ein Ehrgeizling. Und genau zu der Zeit lief man dann Hecht in Reichenhall über den Weg mit dem Thema Quecksilber, Aluminium, radioaktive Stoffe und so weiter. So, und dann kam ich auf das Thema Entgiftung. Dann haben wir das noch mit reingepackt. Metalle, nicht nur Schwermetalle, auch Leichtmetalle wie Aluminium aus dem Körper zu bringen. Radioaktive Substanzen ist gerade unten in Tirol und in Oberösterreich ein Riesenproblem, wo mir klar wurde, dass Fälle von Hashimoto gerade dort speziell auftauchen, wo auch zum Quecksilber, zum Aluminium, zum Elektrosmog auch noch das Thema Radioaktivität dazukommt. Dann wurde mir klar, wir haben immer mehr Fälle mit Parasiten wie Borrelien und, und. Und wenn wir die jetzt mit 1 behandelt, sprich Harmonisierung und Entgiftung, verschwinden auch wieder die Borrelien. Und so hat sich mein ganzes Wissen permanent erweitert. Und ich habe mir natürlich auch echt was angetan mit Kunden. Das können wahrscheinlich viele Kunden von mir bestätigen, dass ich mir Zeit genommen habe. Ich habe meine Freizeit dafür aufgegeben. Aber das hat heute, ich glaube, fachübergreifend habe ich so viel verstanden, von ALS bis Z wie Zyste, von Allergien, dass ich sagen kann, es ist alle Krankheiten haben in erster Linie etwas mit der Abkopplung von unseren Wurzeln zu tun. Als zweites sind die Gifte. Dann kommt Säure, Fehlernährung. Dann kommen die Parasiten. Das hängt, ich kann das nicht einzeln angehen oder vor allen Dingen nicht Parasiten aus dem Körper betreiben mit Antibiotika. Ja, die lassen alles wieder los, die ganzen Gifte. Klinghardt spricht davon, die komprimieren die Gifte in sich. Und im Moment, wo ich die mit Antibiotika abtöte, dann lassen die das Gift wieder los. Ich muss erst mal schauen, dass ich den Körper wieder Energie zuführe von Mutter Natur, wieder für Ordnung sorge in dem Zellsystem. Das machen wir mit unserem Schlafsystem. Und dann muss ich die Gifte raustransportieren. Und dann fängt schon an, durch Entsäuerung fängt schon langsam an, die Borrelie zu sagen, hier mag ich nicht mehr, ja, weil hier stinkt und modert es nicht mehr. Hier ist zu viel Sauerstoff im System. Dann verschwinden die Borrelien von selbst. Und heute muss ich oft lachen, ich höre das immer wieder, eine Kundin von mir hat ein Therapiezentrum, so ein Therapiehotel, und ich sage, das ist schon interessant, die Menschen fragen nach glutenfrei, nach dem frei, laktosefrei,
Aber was sie auch fragen, ist nach einer schnellen WLAN-Verbindung. Ja. Ja? Und wenn ich dann bedenke, dass das WLAN-Puls und extrazelluläre Matrix, also zellumgebendes Gewebe, stört, dann sollte ich natürlich verstehen, dass ich auch da nicht nur, ich zumindest mal Bewusstsein reinbringe, es gibt Alternativen zu WLAN. Wir schreiben ja auch in unserer Broschüre drüber. Ich muss ja nicht permanent online sein. Ich bin jetzt auch unterwegs. Ich habe auch meine E-Mails abgefragt, aber ich gehe kurz online, check meine E-Mails, gehe wieder offline, beantworte meine E-Mails, hau alle in Postausgang, dann gehe ich wieder kurz online und zack, raus und gehe wieder offline. Geht auch. Ohne Verlust der Lebensqualität. Verstehst du, was ich meine? Es ist einfach, wie gehe ich mit der Technik um? Das ist Punkt 1. Dann anbinden ans Naturfeld, dann entgiften. Erst dann macht es Entgiften, wenn die Intelligenz der Natur wieder mit dem System verbunden ist. Erst dann macht auch das Entgiften von wirklich gefährlichen Metallen Sinn. Und dann ist es nicht mehr gefährlich. Weil die Entgiftungsspezialisten sagen, ohne ärztliche Betreuung, so eine Entgiftung machen brandgefährlich. Ich sage immer, wir haben jetzt schon so viele Fälle entgiftet, wir haben die Intelligenz der Schöpfung wieder mit im Spiel. Ist viel besser wie jeder Arzt. Der Körper weiß wieder, was er zu tun hat. Und dann funktioniert die Entgiftung völlig unproblematisch. Ja, und das Weitere sind halt Parasiten, Säure. Und dann erst, wenn diese ganzen Faktoren draußen sind, dann ist auch die Bioverwertbarkeit wieder gegeben. Aber dann merken, weißt du, Helge, die Menschen, die wieder angebunden sind, die entgiftet sind, die entsäuert sind, die haben plötzlich auch wieder mehr Bewusstsein. Die hinterfragen ihr Leben. Was mache ich? In welcher Matrix bin ich? Welchen Job mache ich da? Was esse ich überhaupt? Da habe ich Leute, die waren vorher Bauzeichner, haben bis zum Mittagessen 7 Bier getrunken am Zeichenbrett. Und dann sehe ich den Typen ein Dreivierteljahr später, trinkt kein Bier mehr, raucht nicht mehr, hat 15 Kilo abgenommen und ernährt sich ganz anders. Das ist einfach, wir holen die Leute aus dieser Abwärtsspiralen-Matrix heraus. Und ja. Das passiert selbst mit ihnen. Ja. Super, danke. Also ich glaube, das Wichtigste, jetzt zum Abschluss möchte ich es nochmal kurz in meinen Worten zusammenfassen, das Wichtigste, was durch dieses Gespräch rausgekommen ist und was bislang, glaube ich, in der Genauigkeit, sage ich mal, noch nicht formuliert wurde, ist, und das finde ich, ist meine generell in allen Interviews, die ich so hatte, ist wirklich, dass wir Wege finden müssen, und du bietest halt einen an, es gibt sicherlich noch andere Wege, dass wir Wege finden müssen, wie wir uns an dieses natürliche Netz von Energiefeldern anschließen wieder, von dem uns leider die künstlichen Strahlen abhalten oder blockieren. Und dass jeder wirklich motiviert sein sollte, das zu tun, weil nur dann auch andere Maßnahmen erst wirklich fruchten, also wie Ernährungsumstellung, wie hast du ja gerade alles schon erwähnt. Ja, dass die zwar auch sonst irgendwie so ein bisschen funktionieren, aber es gibt genug Beispiele, dass es eben bei anderen auch bei vielen nicht funktioniert. Und das ist eine gute Begründung, die du gibst. Und dass eigentlich alles besser funktioniert, egal in welchem Bereich man versucht zu optimieren, wenn man Wege findet, sich an diese natürlichen Lebensfelder anzuschließen. Das finde ich, sollten wir so als Abschluss stehen lassen. Bernd, danke dir. War mir eine Ehre, lieber Helge. Weiter Weg nach Berlin, aber hat sich gelohnt. Liebe eigenwillige Querdenker, da bist du definitiv einer von. Danke, dass du da warst. Danke, dass wir das auch live machen konnten. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall weiter intensiv mit beschäftigen und meine eigenen Versuche mit deinem Schlafsystem machen. Da bin ich sehr neugierig. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude mit deiner Arbeit. Super, dass du da warst. Gerne, jederzeit wieder. Okay, liebe Leute, das war unser spannendes, wenn auch nicht sehr bequemes, inhaltlich bequemes Interview über Energiefelder, elektromagnetische Strahlung und so weiter. Ich hoffe, das war inspirierend und hat zum Nachdenken angeregt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch immer schön gut gehen. Bis dann. Tschüss.